dass Sie Ja sagen. Also vielen Dank für die nette Einladung und es ist eine Ehre für mich, um Ihnen jetzt zu versuchen, etwas zum Thema Radikalisierung und psychische Gesundheit zu sagen. Ich mache das auf Deutsch, ist nicht meine Muttersprache, also wenn ich Fehler mache, dann wissen Sie, weshalb das kommt, und wenn es unverständlich wird, bitte geben Sie Bescheid. Ich kann das hantieren, sagt man. Also, womit ich anfangen möchte, ich habe keine Video gemacht, das ist außerhalb meiner Fachkenntnis, aber ich habe einige Pressebilder mitgenommen und auch mit diesen Fragen, die man dann oft in die Presse sieht nach einem Attentat. Hier, das war Neue Zürcher Zeitung, wenn die Attentat in Würzburg gewesen ist. Ist die Person psychisch krank oder Terrorist? Das Wort oder finde ich schon immer ganz interessant. Deswegen möchte ich das hier gerne zeigen. Also psychisch krank oder Terrorist. Und, das sieht man auch bei anderen Attentaten. Hanau habe ich zwei Zitate gefunden in der Presse. Emma hat eben gesagt, tödlicher Männlichkeitswahn. Das geht ja auch ziemlich weit schon, wenn es geht um die Diagnose. Und da steht dann auch noch, war der Täter von Hanau nur ein Verrückter und Rassist? Er war paranoid und großwahnsinnig. Seine Untermenschen waren gewisse Volksgruppen, wobei viele der getöteten Kurden hier geboren sind. Also auch Aussagen von Journalisten tags nach einem Attentat. Und hier wird es richtig interessant. Hier ist Peter Maxwell, das kommt hier aus die Spiegel. Und Peter Maxwell ist so wie ich Historiker. Aber er hat auch einen Tag nach einem Attentat so ein Psychogramm gemacht, der Terroristen. Das fand ich auch schon ganz interessant und ganz schnell gemacht. Wobei er dann auch sagt, als Letzte, das habe ich rausgenommen, sollte Rätchen all das ernst gemeint haben. Da wird verwiesen auf, was er in seinen Geschriften gemacht hat. Und daran gibt es bislang keinen Zweifel, dann war er augenscheinlich psychisch schwer krank. In seinem Wahn sah er offenkundig eine dubiöse, Mächte und gefahrene, getriebene Welt. Und so weiter und so weiter. Also was man hier sieht, ist, dass Leute ziemlich schnell nach einem Attentat auf Informationen, die sie zusammengegriffen haben, schon ziemlich große Schlussfolgerungen machen. Eine andere Sache aus der Presse, und das haben Sie vielleicht nicht gelesen, das ist von einer englischsprachigen pakistanischen Zeitung, geht hierüber, und da sehen wir jetzt auch, wo psychische Gesundheit im Moment in der Debatte manchmal auch zur Diskussion wird. Und dabei ist dann sehr oft die Narrative, dass bei Muslimen alle Gläubigen werden dann verantwortlich gehalten für die Attentat, und dann wäre es unterscheinlich für die White Shooter, also für die weiße Mann, die etwas gemacht hat, die ist dann verwirrt, der ist ein Lone Wolf, ein Lone Actor, also dann sagt man eher, das ist im psychischen Bereich. Und dazwischen hat man dann hier jetzt auch noch die Black Shooter und die Professional Shooter gemacht, aber dieses Narrativ und sehr viele Leute, die kämpfen gegen Islamophobie, und das sieht man zum Beispiel viel in Großbritannien, da gibt es auch immer diese Sache, dass manchmal Leute sagen, dass wenn es ein weißer Mann ist, dann ist es immer ein psychisches Problem, und wenn es andere Leute sind aus anderen Ländern, dann geht es um Extremismus. Weshalb sage ich das? Und bei dem Bild Joel Madden, I think the terrorists are just idiots, das ist nicht so sehr ein Experten, das ist ein Sänger, der diese Art auch von Memes macht, das findet er interessant, er macht Rockmusik und hat auch eine Meinung, lass mal so sagen. Aber was hier, denke ich, wichtig ist, dass wir sehen, dass die Hauptbehauptung, dass Terrorismus und psychische Krankheit nah miteinander verbunden sind, das sieht man sehr oft in der Presse. Und das ist eigentlich auch schon bequem, wie schon vorher gesagt. Bei Islamismus war das auch schon bequem, weil ich bin keine Muslime, also kann ich keine Terrorist werden. Und ich bin auch psychisch gesund, also deshalb kann ich auch kein Terrorist werden. Also damit können wir es auf eine gewisse Distanz setzen. Ist es nicht unter uns und sind es die anderen? Eigentlich machen wir da einen Radikalisierungsreflex, da wir hier ein Wir und die anderen haben. Aber das sieht man ziemlich, ziemlich oft. Was man auch sieht, und dass psychische Krankheit manchmal benutzt wird als Verharmlosung, war das ein richtiger Terrorist oder war der nur psychisch krank? Wenn man Opfer von so einer Person ist, ist das eigentlich
Ja, eine der meist grässlichen Dinge, die man sagen kann. Die Opfer von Hanau, die sind, das waren Menschen, die mitten im Leben standen, die haben Angehörigen. Und was da passiert, ist eine persönliche Tragödie. Und wenn dann die Debatte losgeht, war er nur krank oder ist das ein terroristischer Attentat, ist das schon frech. Obwohl, das muss ich auch dazu sagen, bei Radikalisierung und sicher Terrorismus, es auch geht über die Absicht, die Welt total zu verändern. Also da gibt es auch eine größere Gefahr noch dazu. Was wir manchmal auch sehen, ist, dass psychische Krankheit benutzt wird als eine Art von Viktimisierung. Ich habe das gemacht, weil ich psychische Probleme habe, weil meine Gesundheit nicht so gut war. Und das kommt schon wieder her aus meiner Jugendzeit und so weiter und so weiter. Und damit bekommt man so also diese Idee, dass eigentlich, ja, dass es gut geredet wird, ein Tat wegen der psychischen Gesundheit. Und was wir jetzt gesehen haben in diesen Pressebildern, und ich habe, es ist einfach, dies zu finden, ich hätte auch noch 10 oder 20 mehr machen können, ist, dass es so oft passiert, dass Diagnose ohne Fachkenntnisse gemacht wird von Leuten, die überhaupt nichts am Hut haben mit Psychologie, mit Psychiatrie und so weiter. Und ich denke, das ist immer bedenklich, nicht nur von der Presse, weil was ich jetzt hier mache, ist nicht, dass ich jetzt die Presse in ein schlechtes Tageslicht stellen möchte, aber wir sehen das eigentlich auch schon ziemlich oft unter professionellen Leuten. Also ein Polizist kann auch keine Diagnosen treffen und das trifft auch zu für einen Jugendarbeiter oder wie ich als Radikalisierungsexperten. Wir sollen das richtig, die Diagnosen bei den Fachkräften halten. Dann noch ein anderes Pressebild und das finde ich immer noch sehr interessant, wenn man geht auf Breivik. Breivik wurde zuerst unzurechnungsfähig erklärt von Psychiater und dann hat man eine Kontraexpertise gemacht und dann hat sich schließlich herausgewiesen von diesen neuen Ergebnissen, dass er nicht unzurechnungsfähig war. Das hört sich an wie eine sehr schwarz-weiße Sache. Das hat auch damit zu tun, dass das norwegische Gesetz nur zurechnungsfähig kennt und unzurechnungsfähig. Und wie in zum Beispiel Holland und ich denke auch Deutschland gibt es auch bestimmte Grade von Zurechnungsfähigkeit. Ich weiß nicht, wie das in Luxemburg ist. Aber das heißt also, auch wenn wir schon eine Diagnose haben, soll es auch immer möglich sein, noch um das auch noch mal zu machen, noch mal das Gutachten, um das zu kontrollieren. Und was hier ziemlich wichtig war, hier waren auch bestimmte politische Abwägungen waren auch präsent. Zum Beispiel Breivik möchte eine Held sein und dabei war es nicht sehr gut, um ein Prädikat unzurechnungsfähig zu haben und deswegen hat er auch dagegen gekämpft. Und auch für manche der Opfer war das auch so etwas von, nein, er war zurechnungsfähig. Also da hat es auch Druck gegeben eigentlich auf die Diagnose. Womit ich nicht sagen möchte, dass die Leute, die letztendlich die Diagnose nicht unzurechnungsfähig gemacht haben, dass die davon beeinflusst sind. Aber da gab es so eine politische Spannung. Also, das zur Einführung. Vielleicht dann kurz, was ich jetzt noch machen werde, ist kurz zu sagen, was RAN ist. Mache ich ganz kurz, weil ich denke, das ist schon ziemlich bekannt. Und was machen wir im Themenfeld? Dann werde ich kurz etwas sagen über den Zusammenhang von Radikalisierung und psychischer Gesundheit. Und dann werde ich abschließen mit einer Herausforderung, einige der Herausforderungen, die wir jetzt sehen im Moment. Also was wir als RAN machen, ist eigentlich die Vereinfachung der Austausch von Informationen und Erfahrungen von Praktikern im Bereich PVECV, also Prevention of Violent Extremism, Countering of Violent Extremism. Und was wir möchten, ist, dass die Leute voneinander lernen und auch, dass wir bewährte Praktiken finden und die Praktiken, die werden auch publiziert auf unserer Website. Daneben machen wir politische Empfehlungen für die Europäische Kommission aus der Praxis vor Ort. Und wir werken an Vernetzungsarbeit und was ich jetzt hier gerade mache, ist Vernetzungsarbeit laut der Europäischen Kommission. Und wie verstehen wir Radikalisierung? Weil das ist auch ziemlich wichtig, wenn man nachher über psychische Gesundheit spricht. Wir sehen das als, und ich denke, das ist auch so, wie Respekt von Clou das so ungefähr sieht, vielleicht nicht dieselben Wörter, aber das ist schon ziemlich ähnlich. Wir verstehen Radikalisierung als ein Prozess, bei dem eine Person Einsatz von Gewalt nach und nach akzeptiert, um ein ideologisches oder religiöses Ziel zu erreichen.
Und was wir dann sehen, ist, es gibt eine kognitive Entwicklung mit immer stärker einseitiger Wahrnehmung der Realität und eine weitere Entwicklung, wobei das Realität so akut und ernst wahrgenommen, dass gewalttätige Aktionen als notwendig und als gerecht angesehen werden. Und was wir dann also sagen, diese Prozesse, das sind einzigartige Prozesse pro Person. Klar gibt es Querschnitte, wenn man verschiedene Fälle betrachtet, aber die Prozesse sind in sich selbst unik und eigener einzigartig und das soll man auch betrachten. Was wir auch immer sehen, ist, dass wir etwas machen sollen gegen die Rekrutierung und Ausnutzung von Beeinflussbaren und Gefährdeten. Und vielleicht sind wir da schon dichter an Themen von diesen Tagen, Leute, die psychisch ungesund sind oder Probleme haben in diese Richtung, sind vielleicht auch die Beeinflussbaren und Gefährdeten. Dann haben wir auch die Idee, dass wir immer Multi-Agency arbeiten sollen. Radikalisierung betrifft so viele Lebensdomänen, so mal zu sagen, dass es fast unmöglich ist, um die alle zu bekämpfen als eine Person. Also man braucht vielleicht Sozialarbeiter, aber auch Psychologen, aber vielleicht auch Menschen, die sich mit Arbeit oder Schule und so weiter beschäftigen. Und es ist immer situationsgeeignet. Also etwas, was in Finnland funktioniert, soll nicht unbedingt in Italien funktionieren und andersrum. Wie wir das machen, und das hier ist immer die langweiligste Folie, die ich mitgenommen habe, das ist hier die Struktur. Also wir haben hier links haben wir Arbeitsgruppen und diese Arbeitsgruppen, dort kommen die Practitioners zusammen, dort findet die Austausch statt. Und die werden geführt von Arbeitsgruppenleiter und das sind auch immer Leute aus diesem selben Bereich. Also die Arbeitsgruppen, die wir haben, ist Communication and Narratives, Local, Prison, Rehabilitation, Ausstiegsarbeit ist das und Bewährung, Youth and Education, Victims and Survivors of Terrorism, Families, Communities and Social Care, Police and Law Enforcement und Mental Health. Also das sind die Arbeitsgruppen, wir werden gefördert und die Auftraggeber, das ist die Europäische Kommission, DG Home, also das Innenministerium von Europa. Und wir haben dann auch noch einige andere Aktivitäten. Wir haben ein Run-Plattform Jung, wo junge Leute sich auch involviert sind in alle Aktivitäten. Wir machen Ausbildung, wir machen das Civil Society Empowerment Program, das geht über Förderung von Kommunikationskompetenzen für NGOs. Practitioners Exchange Program, also Austausch von Practitioners über verschiedene Mitgliedstaaten. Und auch Project-Based Collaborations, das ist die Zusammenarbeit von Mitgliedstaaten, womit wir auch betroffen sind, themengeweis über Radikalisierung. Und weiterhin haben wir dann die Ransammlung, wie schon gesagt, darin stehen die Praktiken. Gut zu sagen, hier jetzt auch, weil heute habe ich viele Beispiele auf Deutsch, aber die meiste von unseren Publikationen und auch die Ransammlung ist auch auf Französisch und Englisch erhältlich und das totale Programm von Civil Society Empowerment eben in alle Sprachen der EU. Jetzt gehe ich die falsche Richtung, jetzt gehe ich wieder zum Anfang, dann dauert es lange. Nein, das hier ist als nächstes, ich habe jetzt die Arbeitsgruppen sehen lassen, aber das heißt nicht nur, dass psychische Gesundheit diskutiert wird in Mental Health Working Group, weil es gibt viele Querschnitte mit den anderen Arbeitsgruppen. Und zum Beispiel bei Rehabilitation, also Aufstiegsarbeit und Bewährung, sehen wir sehr oft, dass Trauma eine große Rolle spielen. Und nicht nur Trauma von, was man vielleicht in Syrien erlebt hat, aber sehr oft ist auch schon, dass die Radikalisierung, da war auch schon Trauma betroffen und dass man nachher dann nach Syrien gegangen ist. Also das kann auch ein doppeltes Trauma sein. Auch, dass Leute destabilisiert sind, dass Leute also Betreuung gehabt haben, bevor dass die radikalisiert sind und dann sich selbst aus der Behandlung genommen haben und zum Beispiel nach Syrien abgereist sind und daher jetzt auch wieder stabilisiert werden sollen in diesem Sinne. Und es gibt dann auch noch ziemlich oft Triple oder Double Trouble. Also das heißt nicht nur, dass Leute neu radikalisiert sind und psychische Krankheiten haben, aber auch zum Beispiel, dass es auch noch gewisse Arten von Sucht gibt, die auch noch eine Rolle spielen oder kriminelle Kompetenzen. Also da kommt ziemlich viel zusammen.
Bei Prison, also bei Gefängnis, sehen wir, dass die Rolle in die Gefängnisgemeinschaft, und dann habe ich hier stehen A&A, was heißt Risks, Needs and Responses, also Risiken, was die Leute brauchen zur Rehabilitation und welche Angehensweisen man hat. Da kann es auch ziemlich schwierig sein. Radikalisierte Leute sind schon ein Problem, aber wenn dann auch noch eine psychische Krankheit dazu ist, dann ist es noch schwieriger, um die Rolle in die Gefängnisgemeinschaft zu sichern. Im Lokalbereich sehen wir große Hilfsbedarfe. Was sollen wir machen mit diesen Personen, die zurückkommen in die Gemeinschaft, und was machen wir da? Bei Families, Communities und Social Care haben wir ziemlich viel geredet über Rückkehrer, worunter auch Frauen und Kinder. Da gibt es zum Beispiel das Problem, dass sehr viele Kinderpsychologen sich nicht trauen zu arbeiten mit den Traumas von den Leuten, die zum Beispiel Alkoholiker gewesen sind, also weil die Problematik ja doch etwas anders ist als die Traumapsychologie, die man in normalen Fällen hat. Man braucht da auch Aufklärung, wie habe ich mich zu verhalten, wenn ein Familienmitglied von mir eine psychische Krankheit hat, vielleicht als Folge der Radikalisierung und auch Akzeptation dort. Beim Polizei kommt es auch nach vorne, wenn es geht über Verhalten. Sehr oft, wenn man sehr konfrontativ ist, dann kann das auch Folge haben für Leute mit bestimmten psychischen Krankheiten. Communication and Narrative, da ist jetzt im Moment ziemlich viel zu tun über Incel, Involuntary Celibate oder unfreiwillig ohne Sex lebender. Ich denke, dass morgen auch Lotta noch etwas darüber sagen wird. Also das geht über die Bewegung, die wir jetzt ziemlich viel sehen, wobei auch eine Art von misogenes Männlichkeitsbild besteht und die sich vor allem über das soziale Netzwerke miteinander kommunizieren und auch rekrutieren. Und bei Youth and Education geht es auch über Frühwarnung und wann weiterleiten. Und dazu habe ich noch diese Illustration mitgenommen, die ist aus einer alten Ausbildung von uns, also derjenigen, die schon Ausbildung bei uns gemacht haben, können das vielleicht erkennen. Was wir gesagt haben schon in der Vergangenheit, ist, dass manchmal, wenn man nach Jugendlichen sieht man das Bauchgefühl, dass etwas nicht stimmt. Oder im Herz fühlt man, etwas stimmt nicht, aber es ist noch nicht klar, was es ist. Das kann Radikalisierung sein, das kann Sucht sein, das kann Aggression sein, aber das kann auch mit der psychischen Krankheit zu tun haben. Also da ist eigentlich auch das leitende Prinzip, auszusuchen, was passiert jetzt, was ist das Problem, wie sehen wir das Risiko und wie können wir das auch integral betrachten, weil um jetzt voreilig zu sagen, nein, das ist bestimmt eine Depression oder das ist bestimmt Radikalisierung, das macht eigentlich die Sache oft viel schlimmer und es ist dann auch eher Sache, weiterzusehen und auch zu sehen, ob man schon mit den richtigen Experten am Tisch sitzt, um die richtige Information zu bekommen. Dann habe ich hier ein anderes Modell, was Leute vielleicht auch schon manchmal gesehen haben. Übrigens, die Folien können Sie nachher bekommen. Ja, Sie brauchen also nur Fotos von mir zu machen, weil das bekommen Sie nicht. Wir haben eigentlich drei Modelle für Radikalisierung. Die eine, die geht über, wie eigentlich eine Ideale entgleist, so was erst anfängt mit Aktivismus und dann zu Extremismus geht und vielleicht zu Terrorismus. Das hat noch nicht so viel zu tun mit psychischer Gesundheit. Dann haben wir auch noch ein anderes, wo es eher geht um Kollektivitäten. Ich fühle mich schlecht. Ich gehöre zu einer Gruppe, die sich auch schlecht fühlt. Wir machen eine Emanzipationsarbeit. Das wird wieder Aktivismus. Das kann dann auch wieder entgleisen zu Extremismus und Terrorismus. Und wir haben dieses Modell und hier ist eigentlich psychische Gesundheit ist im Modell. Und deswegen möchte ich das nochmal sehen lassen. Das ist das Angebot-Nachfrage-Modell von Colin Mellis. Und der hat sich eigentlich gefragt, weshalb stellen Leute sich bereit, zuzutreten zu das Angebot für gewaltbereite extremistische Gruppe, also da rechts im rosa-rot versehen. Und dann fängt er an, hier am linken Seite, er sagt, eigentlich jede Person hat so diese persönliche Frage, die Lebensfrage, wer bin ich, zu welcher Identität gehöre ich und so weiter.
Wenn die Antworten auf diese Frage beruhigend sind, ist die Chance, dass Leute radikalisieren, eigentlich ziemlich gering, weil man hat mehr zu verlieren als zu gewinnen zum Angebot. Das wird anders, wenn die Antworten auf die Fragen eher negativ sind. Und dann kann es kommen zu einer Art von Brutstätte, wo man Missstände wahrnimmt, Ungerechtigkeit empfindet, Frustration. Und das kann sein aus eigener Erfahrung oder Identifikation. Weil ich jetzt sehe, wie das mit den anderen Männern geht, fühle ich mich jetzt auch Opfer. Diese Brutstätte, die wird gefördert von Familie, Freunde und Kameraden, also soziales Umfeld, aber auch von soziopsychologischen Problemen, destabilisierende, auslösende Ereignisse. Also hier hat man die psychische Gesundheit hier im Rechten rechts an der Brutstätte gemacht und sagt dann, wenn das, dann kann es letztendlich, weil die Brutstätte, die kann jahrelang so weitermachen, aber dass man letztendlich zu einer Aktion kommt, ist, dann braucht man eine kognitive Öffnung und das kann ein Lebensereignis sein oder das kann auch ein Ereignis sein, so wie dass etwas, ein Attentat stattfindet und dass man sagt, und jetzt sollen wir auch bereit sein, um das zu machen. Und weswegen ich das hier nochmal sehen lassen möchte, ist, dass wir hier schon sehen, eigentlich was wir jetzt auch, was die Mental Health Arbeitsgruppe gemacht hat, sagt, dass also die sozialpsychologischen Probleme ist nur ein Bruchteil der möglichen kausalen Faktoren, die es gibt, um zu radikalisieren. Bevor ich da hergehe, also zwei Denkfehler, wovon ich denke, die wir ziemlich häufig sehen und ich hoffe, dass das jetzt auch mal zu Ende kommt. Also zuerst mal die Frage, die wir auch schon bei der Zeitung sagen, ist eine Person radikal oder hat er psychische Probleme oder Störungen? Das kann auch ziemlich gut zusammengehen, also das ist kein Gegensatz, das ist kein Oder, das kann Oder und sein. Aber was auch nicht richtig ist, ist, dass Leute, die psychisch ungesund sind, bestimmt radikal werden sollen, weil das kann auch zu einer gewissen Art von Stigmatisierung von einer sehr großen Zielgruppe leiten, die wir nicht haben möchten. In 2019 haben wir ein Handbuch verfasst und das können Sie auch frei downloaden auf unserer Website, so wie gesagt auf Deutsch, Französisch und Englisch. Und da steht, es gibt keine empirischen Beweise dafür, dass Terrorismus vorwiegend von psychisch kranken Personen begangen wird. Und wenn eine psychische Erkrankung vorliegt, ist es möglicherweise nicht risikorelevant. Wo immer es von Bedeutung ist, kann es nicht kausal sein. Und wenn es teilweise kausal ist, ist es wahrscheinlich, dass es mit einer Reihe von politischen, sozialen, ökologischen, situativen und biologischen Faktoren zu irgendeinem Zeitpunkt zusammenwirkt. Also nicht die große Ursache für Radikalisierung, aber ein Teil von einem Mix von Faktoren, wobei es zur Radikalisierung und zum Terrorismus führen kann. Dabei ist es gut zu sagen, und das steht auch alles klar im Handbuch, dass es bei psychischer Ungesundheit, dass es um eine Vielfalt von Phänomenen geht. Und also schwerwiegende anhaltende und schwächende psychische Erkrankungen, aber auch milde Symptome, vor kurzem aufgetreten, periodisch oder lebenslänglich. Und dann gibt es auch noch die Wechselwirkungen, so wie gesagt. Ich habe im vorigen Folien so einige genannt, hier stehen noch einige andere. Es geht also auch um Alter und Entwicklungsstadium. Zum Beispiel Adoleszenz ist eine sehr empfindliche Phase. Geschlecht und Geschlechtsidentität, Kultur, Religion, relevante sozialdemografische und soziopolitische Faktoren. Die Frage von Kausalität ist auch immer, in welche Richtung. Es kann sein, dass psychische Ungesundheit beiträgt an Radikalisierung, auch dass Radikalisierung beiträgt an psychische Ungesundheit. Und manchmal ist es auch so, dass zum Beispiel ein traumatisches Geschehen in die Vergangenheit an beide beiträgt, aber dass die miteinander nichts am Hut haben. Und dann noch immer die Frage, je schlimmer die psychische Gesundheitslage, je größer das Radikalisierungspotenzial, das Antwort darauf ist klar nein. Es ist eben so, dass Leute, die eine sehr schlimme psychische Gesundheitslage haben, manchmal dadurch auch unfähig sind, um noch radikal zu werden oder Attentaten auszuüben, weil sie das nicht
organisiert bekommen. Ich werde jetzt einige Störungen und Gesundheitsphänomene erwähnen und dabei dann auch noch kurz darauf eingehen, wie das eingreifen kann auf Radikalisierungsprozesse. Ich habe hier als Erste Autism Spectrum Disorder, also Autismus-Spektrum-Störung. Ich habe dazu erst nochmal gesagt, dass internationale Untersuchungen sagen, dass 60 bis 100 pro 10.000 Personen haben diese Art von Störungen. Und wenn man sieht, wie wenig Terroristen es gibt weltweit, dann sollen wir auch sehr vorsichtig sein, um zu schnell eine Schlussfolgerung hier zu ziehen. Also es gibt ja Charaktereigenschaften, diese Störung, die das beschleunigen können. Aber das soll nicht unbedingt sein. So wie zum Beispiel eingeschränkte Interesse, dass Leute sehr fokussiert auf etwas werden, Fantasie, aber auch soziale und Kommunikationsschwierigkeiten. Wenn man die Schwierigkeiten hat, kann das zu Frustration führen und das ist schon etwas, aber man sieht auch, dass sehr viele Leute mit einer Störung wie diese dann online gehen, weil sie dort einfacher an ihre Informationen kommen können, aber online sind auch ziemlich viele Leute, die rekrutieren. Und Bedürfnis in Bezug auf Ordnung, Routine und Berechenbarkeit, da ist eigentlich sind die meisten radikale Ideologien sind ziemlich gut, weil die geben ziemlich gute Hinweise, was zu tun ist. Also das mal hier über Autismus-Spektrum-Störung. Dann über Gemütsstörungen, über Depressionen und über Manie. Auch dort habe ich wieder, das sind jetzt deutsche quantitative Quellen, wenn man sieht, wie viele Leute in Deutschland im Laufe des Jahres eine Depression leiden, das habe ich auch so gefunden, wenn all diese Leute radikal sein würden, dann würde Deutschland ganz anders aussehen, so mal zu sagen. Also hier auch immer Vorsicht, dass man nicht pauschalisiert. Bei Depressionen geht es auch sehr oft auf Suche nach Narrative, die Hemmung, Hoffnung, Erlösung und Bedeutung bieten, wenn Leute sich schlecht fühlen. Und bei Manie sieht man, dass Leute sehr expansive Emotionen zeigen können und dass sie auch Überreaktionen geben kann auf Sachen, die in die eigene Umgebung oder über Medien zu Leute kommen. Dann haben wir noch ein anderes Feld, die Psychose und die Schizophrenie. Psychose bemerkt man, dass es chaotisches Denken gibt, dass es Angstzustände gibt, dass es Realitätsverlust gibt und das macht Leute auch sehr beeinflussbar für bestimmte Nachrichten und so weiter. Und deswegen kann man auch sagen, dass es möglich wäre, dass das auf Radikalisierungsprozesse beschleunigt. Bei Wahnvorstellungen sieht man auch oft, dass da Fehlidentifikation stattfindet und dass vielleicht auch Großheitswahn dort eine Rolle spielt, was auch dazu führen kann, dass Leute sagen, ich bin jetzt derjenige, der die Welt ändern soll. Und dann haben wir auch noch die posttraumatische Belastungsstörnisse, wobei man sieht, dass Leute sich hilflos fühlen, bedrängnis. Aber auch Erlösungsnarrative, dass man da rauskommen möchte und dass man dann für sich selbst eine Lösung sucht, die dann im Bereich liegt. Das ist eher oft auch erst eine Art von Rache. Dann haben wir noch einige Persönlichkeitsstörungen, gibt es auch. Alles, was ich hier also sage, steht im Handbuch. Wenn Sie das weiterlesen möchten, können Sie das nachher noch machen. Dass wir mit der antisozialen und dissozialen Persönlichkeit ist, wo Leute eigentlich ihre eigenen Bedürfnisse erfüllen und befriedigen. Suche nach Gefahr und Risiko gehört manchmal auch dazu und impulsives Verhalten. Also Extremismus kann dort sonst auch nicht tief durchlebt sein, aber auch ein pragmatischer Weg, dass man sagt, also das könnte eine Lösung sein. Die narzisstische Persönlichkeit, Leute, die sich überlegen fühlen, die auch denken, dass sie große Bewunderung verdienen und Status und Macht. Und dann entsteht Wut, wenn die Überlegenheit nicht akzeptiert wird von anderen und das kann auch dazu führen.
Mangel an Leistung, Erfolg und Status wird auf anderen zurückgeführt. Um nochmal zurückzukommen auf Breivik, zuerst war die Diagnose verunheilungsfähig, war Psychose, und dann hat die zweite Gruppe hat gesagt, nein, eigentlich ist er eher eine antisoziale, narzisstische Persönlichkeit, und deswegen war er, aus dieser Wut hat er alles sehr strukturiert organisiert, vorbereitet und durchausgeführt, und deswegen war er zurzeit zurechnungsfähig. Das war die Gedanke dahinter. Dann hat man noch die paranoide Persönlichkeit. Die Welt ist ein gefährlicher Ort voller Verfolgung und böswilliger Fallen. Harmlose Ereignisse und Verhaltensweise werden als bedrohlich interpretiert und empfänglich für Verschwörungstheorie und Bedrohungsgeschichte und Narrative. Ich denke auch, was wir schon heute gehört haben über Covid und so weiter, dass auch hier in dieser Ecke ziemlich viele Anhaltspunkte sind. Obwohl nicht alle Leute, die in Verschwörungstheorien glauben und Bedrohungsgeschichten glauben, unbedingt auch paranoide diagnostiziert sind. Die Gruppe ist viel kleiner als die Leute, die jetzt glauben an Verschwörungstheorien. Dann noch Borderline-Persönlichkeit, instabile und diffuse Identität, die sehr oft auch führt zu Isolation, Einsamkeit und Wut. Und dann als Letzte habe ich noch Suchtmittelkonsum, also Alkohol- und Drogenkonsum sowie andere Suchtmittel, die schaffen Vulnerabilität. Es macht Leute sehr oft auch Suchende nach Vulnerabilität schaffen. Was wir damit meinen, ist, dass die Alkohol- und Drogenkonsum macht Leute empfindlich für externe Faktoren, und das kann damit zu tun haben, da manche Fakten verdeutet sind, aber auch, dass die auch zu anderen Leuten vulnerabel werden. Vulnerabilität aufrecht halten ist auch klar, und auch geht es über mentale Hemmungen, die man beseitigen kann. Der letzte Schritt von Radikalisierung, also Aktivismus zu Extremismus und Terrorismus, dafür soll man einen Schritt nehmen, und manchmal sieht man auch, dass dann Alkohol- und Drogenkonsum benutzt werden, um das zu machen. Ich habe hier ein Beispiel genommen aus der Dschihadismus-islamistischen Szene, auch nochmal, um zu sagen, dass sehr oft wird Drogen- und Alkoholkonsum nur mit Rechtsextremismus assoziiert, wo es ziemlich viel Alkoholkonsum gibt, klar, obwohl man dort auch Straight-Edge-Gruppen hat. Aber also auch im Daesh gab es Captagon, so eine Art von Speed-ähnliche Substanz, die da ziemlich viel benutzt wurde. Und auch manche Leute, die zurückgekommen sind, waren noch immer süchtig, wenn die wieder als Rückkehrer in Europa zurückkamen. Also das war eine Übersicht über, wie manche psychische Ungesundheitsphänomene aufwirken können auf Radikalisierung. Aber so wie gesagt, und das bleibe ich unterstreichen heute, nicht unbedingt, dass das, wenn Sie sehen, dass eine Person, die eine Psychose hat, dass das unbedingt zur Radikalisierung führen soll. Das bleibt wichtig. Ich habe das hier als letzte Folie, Herausforderungen. Was hier schon steht, ist, dass in der Gesellschaft wird das mit Unbehagen begegnet. Auch negative mediale Berichterstattung und sogar Drogen gegenüber Praktikern und Forschern. Und das hat damit zu tun mit verschiedenen Sachen. Man sieht zum Beispiel manchmal, dass man sagt, also das ist hier wieder die Verharmlosung. Wir haben hier eine Person, die war schwer kriminell, und jetzt kommt er zurück und fängt man an, als ob er ein Opfer war, als ob er krank ist, also als ob er nicht verantwortlich ist. Es hat auch damit zu tun, dass, und das haben wir im Bereich Islamismus auch ziemlich viel gesehen, ist, dass Leute sagen, dass Psychologie und Psychiatrie, dass das eigentlich westliche Erfindungen sind, und dass, wenn man gut glaubig ist, dass man das alles nicht braucht. Oder eher vielleicht, dass die westliche Mentalität die Leute psychisch so krank gemacht hat, und dass sie das deswegen nicht brauchen, weil die gut religiös sind und nicht westlich. Auch unter Praktiker ist nicht unumstritten, was wir in diesen Arbeitsgruppen gemacht haben. Und vielleicht kann auch Peter zum Beispiel, die oft dabei war, da noch darüber erzählen. Manchmal wird von Psychologen oder Psychiatern gesagt, jetzt geht
geht ihr uns zu schnell. Jetzt victimisiert ihr unsere ganze Zielgruppe als potenziell radikal. Das soll man nicht machen. Also da gibt es, vor 2 Jahren bin ich noch gewährt von einem Symposium, wenn sie meine Folien bekommen haben, und das sah aus, wie was ich heute so mache. Und die haben gesagt, jetzt wird es zu eng zusammengebracht. Das möchten wir nicht haben. Die Weitergabe von Daten ist eine andere Herausforderung, und das findet speziell statt, wenn wir Multi-Agency arbeiten und es nicht geht nur unter Psychiater oder Psychologen, aber zum Beispiel auch, was sollen wir dann tun mit den Sozialarbeitern, die auch in einem Fall betroffen ist, oder was können wir den Lehrern sagen, wie sollen wir damit umgehen. Es gibt ja durch lokale Gesetzlage ist das eingeschränkt, es gibt auch Berufsgeheim, also das ist immer eine Herausforderung, wie sollen wir das richtig machen. Datenqualität kann auch ein Problem sein, und wenn ein Bericht eine Diagnose enthält, aber nicht wiedergibt, wie die zustande kam, ist es ja schwierig auch zu sehen, ist das eine richtige Diagnose oder nicht. Da ist auch Vertrauen ziemlich wichtig, und dann ist immer wieder die Frage, wer das Vertrauen verdient oder nicht. Und zuletzt Stigmatisierung. Stigmatisierung ist eigentlich ein Problem, was wir jetzt ziemlich viel sehen bei Leuten, die radikalisiert sind ohnehin. Zum Beispiel, wenn die aus Syrien zurückkommen, dann zum Gefängnis gehen, dann zurück in die Gesellschaft, dann ist immer die Frage, ist das ihre ideale Nachbarn oder nicht? Und die meisten Leute werden dort Nein sagen. Oder werden sie es finden, wenn in die Klasse ihre Kinder ein Kind aus Syrien kommt, und darf der auch zum Geburtstag kommen oder nicht. Also da sehen wir schon ziemlich viel Stigmatisierung, und wir sind jetzt auch noch, wenn dann auch noch dabei gesagt wird, ja, und es ist auch noch eine psychische Gesundheitsproblematik dabei, dann hat man das eigentlich doppelt oder meist eben drittfach, weil wenn Menschen auch noch eine Gefängnisvergangenheit haben, haben sie also 3 Sachen, wovon Leute sagen, das ist nicht meine ideale Nachbarn. Soweit meine Vorführung. Ich denke, ich habe zu lange geredet, wofür ich mich entschuldige. Dankeschön. Vielen, vielen Dank, Herr Van den Donk. Ja, Sie haben tatsächlich etwas lange geredet, das ist aber kein Problem. Wir haben noch 10 Minuten etwa für Fragen aus dem Publikum. Und dementsprechend möchte ich sofort damit beginnen. Gibt es denn Fragen an Herrn Van den Donk? Ich sehe da hinten eine Frage, ja? Okay. Can I make my question in English? Good. Thank you very much for your interesting presentation. My question is related to one of the slides you presented, I think the second or the third. You made a classification or description of terrorists, like white, black. I think the other one is like a patriot, and there are 4 types. Could you, most of us are familiar with one concept as well, which says state terrorism. Did you consider as a part of classification to terrorism? If that is the point you could agree, what type of treatment can the state, I don't mean that this or that state, but as a state terrorism, if you recognize that, at the cabinet of the state, be classified as a psychopath of cabinet. If that is true, what sort of treatment for the state terrorism can you give? Thank you. Also dann antworte ich jetzt wieder auf Deutsch, nicht? Ja, you can. Ja, okay. Staatlicher Terrorismus ist eigentlich nicht ein Thema, womit wir uns beschäftigen im Iran. Ich habe das hier gezeigt, Sie haben recht, weil die Professional Shooter, so wie die hier steht, das ist dann, wird dann als Staatsterrorismus angesehen. Ich habe das hier gezeigt, weil es eigentlich darüber ging, über die 2 anderen Muslim- und White-Shooter, wo man den Gegensatz sieht.
wenn es darüber geht, über Staatsterrorismus, dann, ja, das wird von der Europäischen Kommission als so empfindlich gefunden. Und deswegen betrachten wir uns da nicht mit. Also eine sehr politische Antwort auf Ihre übrigens sehr interessante Frage. Dankeschön. Gibt es sonst noch Fragen? Ja. Ja, ich würde gerne auf Ihre Definition von Radikalisation nochmal zurückkommen wollen. Die war mir nämlich ein bisschen zu, wie soll ich sagen, weitgreifig, in dem Sinne, wo ich mich gefragt habe, wo merke ich, dass Radikalisation anfängt? Das ist eigentlich in der Tat immer die Herausforderung. Es ist ein Prozess, Radikalisierung, und der Anfang der Prozess von Radikalisierung ist eigentlich fast immer positiv und ist eigentlich auch fast immer sehr unschuldig. Und wenn man im richtigen Moment noch bremst, ist es auch kein Problem. Zum Beispiel, wenn ich jetzt sage, dass die Qualität von den Lebensumständen von Tieren schlecht sind, kann ich sehr viele Aktionen unternehmen, wobei ich vielleicht etwas radikalisiere, in der Sinne, dass ich fanatischer werde oder dass ich da weitere Folgen für meine Privatleben nehme, zum Beispiel, wenn ich kein Fleisch mehr esse oder nur bestimmtes Fleisch oder dass ich eine Protestaktion mache auf legale Weise, dann ist es immer laut uns noch nicht Extremismus, aber es ist schon ein Prozess, was das Beginn von einem Radikalisierungsprozess sein kann. Und für uns ist immer das Tipping Point oder immer das Moment, wo wir richtig sprechen, jetzt ist Radikalisierung, hat angefangen, ist, wenn die Leute finden, dass das Gesetz, ihre eigene Meinung, so muss ich das sagen, wichtiger ist als die Gesetze, die da sind. Aber das ist eine sehr westliche Definition. Zum Beispiel, wenn man sieht in Diktaturen, wenn man da sagen würde, Gesetze sind die Grenze und alles, was darüber geht, ist radikal, dann würde man ja auch sehr viele Leute, die wir jetzt als Freiheitshelden betrachten, als radikaler sehen. Und das geht auch über die Zeit, weil zum Beispiel Rosa Parks, was die in die Bus gemacht hat in die Vereinigten Staaten, würde laut meiner Definition jetzt radikal oder extrem sein, wo wir jetzt sagen würden, das ist eine Person, die für die Menschlichkeit gute Sachen gemacht hat. Also ja, es ist ein Prozess, was meistens in die Legalität anfängt und meistens auch sehr positiv anfängt, weil bei jeder Narrative, für jede Ideologie kann man einen positiven Anfang machen. Eben bei extrem rechts, wenn man sagt, eine gewisse Art von Nationalismus, was wir jetzt auch wieder sehen mit Fußball und die Weltmeisterschaften, ist noch gesund, aber es gibt da immer diese graduellen Prozesse, Richtung, wo es nicht mehr länger legal wird und wo es auch nicht mehr angenehm ist. Vielen Dank. Dann würden ja auch die Menschenrechte eine ganz große Rolle spielen als Basis für das Tun von Ihnen, anderen, uns. Und da wollte ich fragen, welche Position Sie in den Menschenrechten anerkennen, zuerkennen. Und dann habe ich letztens in einem anderen Zusammenhang, war ich ganz überrascht, von der Kairoer Menschenrechtserklärung gelesen und wie man damit umgehen kann, wenn wir unsere Menschenrechte debattieren und als Grundlage nehmen und sagen, solange wir uns auf dem Boden der Menschenrechte bewegen, ist es okay. Damit wäre ja auch Parks, Rosa Parks zu erklären. Sie hat das ja nicht gegen Menschen gerichtet, sondern hat niemanden verletzt in dem Sinne oder getötet? Also was spielt da so diese Rolle von körperlicher Unversehrtheit, sage ich mal so. Ja. Dankeschön. Ich meinte nicht Menschenrechte, aber lokale oder nationale Gesetzgebung. Und wenn man über Menschenrechte gehen sollte, das ist wieder auch ein Weg, zum Beispiel universelle Rechte der Mensch. Das wäre da auch möglich. Und dann kommt man schon in eine Grauzone. Da sieht man, dass Rosa Parks auch in der Zeit eigentlich innerhalb der internationalen universellen Menschenrechte gewesen ist, aber außerhalb der lokalen Gesetzgebung, wie das ging. Also das ist man dann auch wieder in einem Grauzone, ist das dann schon Extremismus oder nicht. Ich denke, bei Extremismus gibt es dann auch noch zwei Unterschiede, vielleicht aus einem anderen Kommentar. Es geht, dass es Gewalttäten zu anderen Leuten gibt,
aber es gibt auch noch Sachverbrechen, also dass man, das ist auch schon, wird das schon als Extremismus betrachtet. Meistens kann auch radikal sein, also das soll nicht unbedingt Gewalt gegen Personen sein.